So, hallo, wir machen weiter beim vielleicht letzten Part von Xalabaya's Adventure. Uns fehlen halt noch 3 Exits. Und so gesehen ist das jetzt dieses eine Level, das finale Level. Und der Spezialexit, wenn man den Switch gedrückt hat. Also ich denke mal, wir kriegen das hin. Außer die Level sind jetzt so krass schwer. Oh nein. Ist das jetzt echt so ein Achterbahn-Level? Ich bin gespannt. Aber da kann man eigentlich nicht so viel falsch machen, außer zu sterben. Jo, ich kann eine Shell mitnehmen in der Achterbahn. Ich hoffe, ich kann mich damit nicht selber abschießen oder so. Ich nehme die mal mit. Okay, ich spule mal ein bisschen vor, weil das ist... Ich meine, schau dich das mal an. Ich kann so viel spulen. Ich kann so viel spulen. Aber zu viel dann doch nicht. Oh, ne, komm! So. Sorry. Ich will die Shell wieder mitnehmen. Nice. Oh. Jetzt habe ich sie so mitgenommen. Auch in Ordnung. So, wo war das jetzt da? Okay, jetzt sind wir weiter. Den Weg halten. Oh mein Gott, gut, dass ich die Shell dabei hatte. Das hat mich jetzt komplett gekillt. Okay. Noch eine Shell. Für mich. Yes. Nein. Da ist sie wieder weg. Noch eine Shell. Nein. Oh. Midway Point. Sehr gut. Ach komm. Was ist das denn? Yo. Shell? Keine Shell. Hui. 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 Shell? Yes. Oh boy, sind die kurz. Okay. Der Stern da. Ah nein, der Stern da war verdächtig. Vielleicht kann ich da... Oh nein, das müsste ich jetzt ausprobieren. Lol, was war das denn? Okay, wir müssen den Stern ausprobieren, den wir gesehen haben. Ob man da rein kann. Weil der... sonst war der nie im Hintergrund. Der war jetzt nur ein einziges Mal da. So als wäre der wirklich eingefügt worden. Und kein Hintergrund nur. Weil alles wiederholt sich so ein bisschen im Hintergrund, aber der Stern war extra. Hat zumindest so gewirkt. Der war aber... Der war bei den Pflanzen. Oh, das war wieder zu bald. Come on. Mist. Wo war der Stern? Jetzt irgendwie gleich kam er. Irgendwo hier bei den Pflanzen. Genau da. Der wirkt so verdächtig. Was mache ich denn jetzt damit? Der wirkt so verdächtig. Der ist sonst nirgends gewesen. Oh wait, kann ich Gas geben? Habe ich gerade Gas gegeben extra? Da hat es nur so gewirkt. Nein, das wird los. Ich binde mich wieder Sachen hier ein. Die Steuerung von diesem Achterbahn-Ding ist so eine Katastrophe. Ich bin definitiv gesprungen. Aber da kommt zusammen die Achterbahnsteuerung und das Springen von einer Kante. Das kommt alles zusammen. Und weder das Springen von einer Kante funktioniert. Funktioniert gut in SMW noch. Die Achterbahnsteuerung. Ja gut, wenn natürlich das hier das Level hier ist, haben wir vielleicht doch noch einen Part mehr. Weil wir werden wahrscheinlich den ganzen Part in dem Level sitzen. Nice.
muss eine Shell mitnehmen für die Pflanzen, sonst kann ich das nicht testen. Mist. Ich spule zurück, ich muss das jetzt testen. Ich mach das jetzt über Rewinds. Okay, da ist nix. Ja, den nehme ich jetzt. Beim Stern ist nichts. Aber der war halt so verdächtig. Der hat mich jetzt die ganze Zeit beschäftigt. Aber dann ist nichts beim Stern. Ist gut zu wissen. Vielleicht ist dann im letzten... Das würde eigentlich Sinn ergeben, dass im finalen Level der blaue Switch ist, weil der ja sozusagen dann das Ende der Story markiert. Das wollte ich nicht. Das war knapp. Okay. Wo bin ich vorhin gestorben? Genau da. Genau das habe ich vorhin auch gemacht. Ich erinnere mich. Das Level nervt. Ganz dezent. Baut diese Achterbahn nicht in euren Heck ein, bitte. Danke. Aber der ist echt nur da, ne? Das ist voll komisch. So, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt kommt wieder dieser komische Sprung. Zack. Und hoch. Es ist genau für Ende. Ich bin mehrmals kurz vor Ende gestorben. Ich doof fett. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Mein Herz, Alter. Nee. 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 Du auch. Oh mein Gott. Du nicht. Weil ich noch eine Shell sehe. Panikmodus. Panikmodus. Tschüss. Oh Gott, Panikmodus hat funktioniert. Oh, also ist schön, es sah ja schön aus, das Level. Aber diese Achterbahnphysik. Diese Achterbahnphysik, Alter. Gut, aber wir haben es nach 7 Minuten gepackt. Das ist ja sogar noch im Rahmen für eine letzte Welt. So, Canon Ruins. Und hier erwarte ich jetzt eigentlich den blauen Switch. Oha. Oh ja, okay. Das kann man wissen. Diese 64-Grafik einfach. Ups. So, die Frage ist, gibt es hier Yoshi Coins? Ich glaube nicht. Boy. Du nicht. Ja, das war jetzt auch nicht so geil. Yo, 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 yo. Die Frage ist, kann ich hier runter? Ich kann nicht. Gut, dass wir das geklärt haben. Oh, das war blöd. Ich weiß nicht mehr, ob deins... Nein! Lass mich in Ruhe. Wo habe ich vorhin meinen Pilz verloren? Ich habe keine Ahnung mehr. In irgendeinem... Ach, an einem Koopa-Sprung. Ich weiß es wieder. Boah, ich gehe hier noch Game Over gleich. Das gibt's ja wohl nicht. Wir hatten so viele Leben.
ist aber schon sick. Nope. Hier einfach nicht wieder in die Lava springen. Irgendwo. Ne, hier nicht. Irgendwo bei dem nächsten. Da bin ich bei den Koopas. Hier habe ich meinen Pilz liegen lassen. Weil, weiß ich nicht, war halt super dämlich. Wow, Kollege. So, und da bin ich dann einfach in die Lava runtergesegelt. Weil ich mir halt nicht sicher war. Null. Nein! Oh! Aber ich dachte, es gibt eine Feder. Aber es gibt einen Midway Point, den nehme ich auch gerne mit. Wait, da hätte man auch drüber gekonnt. Oh, ich weiß, wo... Na! Dann weiß ich immerhin jetzt, wo der Switch ist. Hallo? Muss ich einfach aushalten, oder was? Ach so. Toll. Haben wir es dann jetzt mit... Boah. Jetzt kriege ich wieder Steine. Alla. Nein. Okay. Nein, ich hab mit dem Stein den Stein kaputt gemacht. War's doch kacke. Ciao. Bis das Spiel dann registriert hat, dass er aus dem Bildschirm raus ist. Danke. You fell into my trap. I'm just a copy. No, that cannon was just a button. That sends you to another dimension. Haha, you're stuck. Oh nein. Ah, da ist der Schatz. Hä? Okay. As a result, you will be teleported out. Have you found the other drei? Ja, hab ich. Alle drei haben wir gefunden. Nice, dann muss ich doch nicht über das Ding drüber. Ich dachte, ich muss da drüber. Dann ist da vielleicht nur ein Leben oder sowas. Gut. Dann zurück zu der Welt, wo wir tatsächlich hin wollten, sobald wir den blauen Switch hatten. Ja, ja, hatten wir schon. Ja, ja, hatten wir schon. Jetzt kann ich aber hier... Stopp! Ich hätte gern... Na, egal. Ah, enough, my son will fight with you. Cannon, I turned him for a moment. Hä? Achso, Cannon war ja nur ein Knopf. Jetzt muss ich auch was anders machen, oder wie? Huh? Why did you just swerve? You happen to know that, damn it. I shouldn't have programmed so many words for my clone. I failed this time, but we will meet in another dimension. Schon wieder? Alter. Also, wenn man gegen die kleine Kamera kämpft, wird man in die Dimension praktisch geschichtlich geschickt und jetzt nicht mehr. Wir haben jetzt aber gerade den 36. Exit aktiviert, ne? Nein, es kommt noch ein finales Level. Ich habe nichts gesagt. Gravity Mode Zero. Oder zwei sogar? Da kommen noch mehrere Finale. Hä? Kann ich Exits nicht zählen? Oder war das Switch-Level gerade war kein Exit? Oh, hier ist tatsächlich die Schwerelosigkeit aktiv. Das ist interessant. Aber es spielt sich sehr merkwürdig. Aber es sieht cool aus. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber man ist so richtig schwerfällig. Also in die links, also nach links und rechts. In die beiden Richtungen. So, Sprung funktioniert normal, aber die Richtung ist so ein bisschen... So ein bisschen...
bisschen wie unter Wasser, aber nicht exakt. Oh boy. Muss ich da irgendwie rankommen? Nice. Die gibt es offensichtlich auch keine Yoshi Coins mehr. Das soll mir recht sein. Muss ich einfach nur durch das Level durch. Nice. Nicht so nice. Aber Midway Points nehme ich natürlich gerne mit. Jo, nicht da treffen lassen. Das wäre doof. Okay, da oben gibt es ein Leben. Die sind jetzt eigentlich sogar ganz... Wären jetzt sogar ganz hilfreich, ganz hilfreich. Ah! Ich habe nicht getroffen. Aber ich kann es einfach so holen. Auch gut. Ganz hilfreich, wollte ich sagen. Dich nehme ich mit. So. Wer weiß, wann ich dich gebrauchen kann. Ah, jetzt nicht mehr. Oh, we did it! Nice. So, Las Vegas. Ja, das ist genau das, was ich erwartet hätte. Ist jetzt so ein LOL Outer City. Oder Order City sagt man eher, glaube ich. Aber das sind genau die Order City Grafiken hier. Oh, und ich liebe dieses Lied. Alter, es geht hier aber alles kaputt. Was auch immer das mit Las Vegas im Übrigen zu tun hat. Das ist wieder alles normal jetzt nicht. Achso, das geht. Ah, das geht immer einmal so durch. Ich verstehe. Vielleicht soll es auch ein bisschen. Nein, warte, das ist Sony Vegas! Ich Dummnudel! Ja, klar, das sind die Über... Ja, hier, das sind diese... Die Übergänge in Sony... Das ist Sony, ich bin komplett dumm. Nicht Order City, das laber ich. Deswegen heißt es auch Las Vegas. Ja, moin. Das sind die Grafiken von Order City. Ich bin doof. Ah, Midway Point. Ah, Ende. What are you doing here? What's the point? Mein Hund ist der Gegner. Oh nein. Hat er sich gerade geduckt vor dem Ding? What the heck? Alter, wie das aussieht. Okay. Ich weiß nicht, ob ich ihn verletzen kann. Oder er... Okay. Wait, wo starte ich denn jetzt? Ach, hier. Lul. Okay, ich darf ihn nicht berühren. Gut zu wissen. Muss man ja auch mal testen, ne? Aber dann bleibe ich jetzt einfach hier und springt halt ein paar Mal. Wait, die kommt zurück. Ja, der kommt nicht zurück. Nee, nicht zu weit vor. Ah, jetzt kommt die wieder in die Disco-Shell. Das ist nicht gut. Das ist das einzig Gefährliche, was er machen kann. Disco-Shells losschicken. Das ist das einzig Gefährliche. Aber das ist dafür halt richtig gefährlich.
Ah, okay, aber ich habe mich vorhin natürlich einmal treffen lassen, deswegen war das dumm. So, nochmal. Eine Hecke schon, ne? An Randomness nicht zu überbieten. Eieiei. Ich frage mich, ob dieser Paar-Typ den auch gespielt hat. Wäre sonst echt ärgerlich, wenn die so ein Hack bauen und dann spielt den der Ersteller. Also der, für den es gedacht ist, nicht. Oh nein, jetzt kommt die Disco Shell. Hier mein Auge jucken. Muss nur aufpassen, dass ich da keinen Quatsch mache. So. Muss dann nach dem Part mir mal kurz Augentropfen reinhauen. Das war frech. Was kommt jetzt? Noch eine Disco Shell. Klar, das ist das einzig Gefährliche, was er machen kann. Alles andere ist irrelevant. Jetzt hat sie ihn selber erwischt. Alter! Wait a minute. Are you who was shooting? Bro, you have could killed me. I helped you anyway. Now go defeat this thief. Okay, how did you get here? I mean, you could help me to... Bye. Okay, now I'm gonna finish this. So, ich hau mir mal ganz kurz Augentropfen rein. Das merkt ihr jetzt gar nicht, weil ihr eh den Screen anschaut. So, aber das kann nicht bis nach dem Part warten, sonst riskiere ich nur wieder, dass mein Auge Quatsch macht nachher. Cannon Factory! Auf geht's! Es gibt also immer am Anfang des Levels ein Leben. Und es ist einfach nur ein Bosskampf. Okay. Nehme ich. Es ist doch nicht einfach nur ein Bosskampf. Oh, ist das ein Boss-Rush jetzt? Oder sind das... Ja, es ist ein Boss-Rush. Moment, aber ich hab die... Ich kann, wo sind die Blöcke, die ich wegnehme? Diese Blöcke sind jetzt da oben! Okay. Jetzt muss ich die... Wand sogar. Also jetzt sind die Bosse schwerer geworden. Oh, das ist frech. Oh, das ist frech. Vielleicht wäre die Reihenfolge andersrum besser, dass ich die Feder mir hole. Die Blume nützt mir nicht so viel hier. Was ist das für ein Boss? Okay, der Boss. Der war einfach. Mal schauen, was jetzt anders ist. An sich nicht viel. Er hat einfach nur ein bisschen mehr drauf.
Nichts, was man nicht schon kennt. Oh Gott! So, das sollte reichen. Nein, das reicht noch nicht. Ah, Mr. Stein. Oh nein, es gab keinen Midway Point. Na, ich muss den Dings noch... Oh nein. Muss alle drei... Oh. Muss ich alle drei Bosse hintereinander schaffen? Oder gibt es vielleicht nach dem zweiten zumindest Midway Point? Ah, ich wollte es andersrum machen. Egal. Zumindest nach dem zweiten Midway Point wäre ganz cool. Waren, wie viele Hits waren es? 5 oder so? Ich glaube. Ne, jetzt sind wir jetzt schon bei 4. Doch, es waren 5. Nice. So, jetzt hier ein bisschen mehr Konzentration. Nein! Warum mache ich das denn? Ich muss eben. Ich muss einfach ein bisschen mehr Geduld haben, dann passiert auch nichts. Oh mein Gott. So viel dazu. Ich habe gerade mir noch gedacht, ich bin zu schnell rüber. Oh mein Gott! 2. Wer fand Bosswäsche? Sind eine gute Idee. Wer war das? Und ja, ich sollte einfach warten, bis die geschossen haben und dann hochgehen. Ich weiß. Mir ist das bewusst, wie man den spielen sollte. Ich habe aber keine Geduld. So. So. Schaffen wir es jetzt endlich mal, ohne getroffen zu werden. Ich muss ja nur hier immer in die Ecke, dann langsam... Oh, jetzt hat es ein anderes Muster gemacht. Da bin ich auch mal zufrieden. Damit bin ich nicht zufrieden. Okay, es bleibt bei dem Muster. Es bleibt bei dem Muster. Das ist aber besser. Damit komme ich viel besser klar. Tschüss. Kein Midway Point. Mal gucken, was der letzte Boss bringt. Ach ja, es kann ja nur er sein, richtig. Der ist jetzt einfach ein bisschen schneller, aber treffen kann er immer noch nicht. Ja, das war klar. Bruder. Das war knapp. Nein! Ich muss da auf jeden Fall mit mindestens einem Power-Up rein, sonst drehe ich durch. Ah, das sind an sich keine schweren Bosse, nur sie hintereinander zu machen, ist halt doof. Mansion-Scanner. So. Jetzt machen wir den nächsten einfach No-Hit. Und dann gehe ich mit allem, was ich habe, zu Sonic. Was haltet ihr davon? Ich hatte davon sehr viel. Du musst an den Rand, Sonic. Wow. Seit wann macht er das denn? Hilfe. Das war neu. Oh mein Gott. Nein. Aber alles gut, wenn ich jetzt ihn treffe, dann war es das. Und ich behalte mein Power-Up. Easy. Tschüss. Tschüss. Und jetzt gehe ich mit 2 Power-Ups zu Sonic.
Das sollte doch funktionieren. Und ich muss ja nur hier unten bleiben, da kann er mich ja nicht treffen. Und wenn halt die Braunen kommen, hole ich mir die an der Wand ab. Dann darf ich halt einfach nicht... Oh, die Gelben dürfen mich sogar treffen, theoretisch. Nur die Roten sind... Wow, what? Habe ich das gerade kaputt gemacht mit... Oh nein, jetzt habe ich gar kein Power-Up mehr. Lul. Ich muss also nur auf die Roten aufpassen. Und auf die Braunen. Und nochmal. Aber wir haben es gleich. Der finale Part ist halt etwas länger. Mist. Sollte jetzt passen. Nein, ich hab's verhauen. Nee, nee. Alter, wieso komme ich nicht mehr hoch? Jetzt. Tschüss. Alles gut, wir haben immer noch zwei Power-Ups. Und es ist besser, dass die Blume weg ist. Die Blume hat mir gerade bei Sonic alles versaut. Die war nicht gut. Muss man einfach so sagen. Die Blume war nicht hilfreich. So, und das hier ist auch nicht das Problem. Jetzt kenne ich seinen Shit hier. Jetzt kriegen wir das hin. So, tschüss. Mist. Aber alles gut? Alles gut. Alles gut. Weil jetzt haben wir wieder zwei Power-Ups. Davon ist keines eine Blume. Insofern passt die Geschichte. Er schießt gleich braun. Das ist eigentlich voll gut so. So, dann will ich ihm hier noch eine Falle stellen. Dann läuft er da noch in eine rein. Mist! Muss ich aufpassen. Da ist eins. Nein! Dass der aber auch dann trifft. Ah, wir hätten ihn haben können. 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 Okay, ich sollte einfach gar nicht die Blume holen. Na? Die zu behalten ist dumm. Ich wollte immer die Feder holen. Also, wir holen uns einfach nie wieder die Blume. Dann kann auch nichts mehr passieren. Aber das war nicht, was ich wollte. Zwei. Drei. Ich habe nichts mitgenommen. Warum? Vier. Fünf. So, einmal die Feder. Hallo? Einmal den Boss mit mindestens einem Hit übrig besiegen. Nein, das war dumm. Ja. War alles noch gut. Mach das mal nicht, Kollege. Wow, das ist neu. Die grüne Phase hat man noch nie gesehen. Okay, so ist besser. Das... Nein, jetzt habe ich wieder nur einen Hit für Sonic. Ah, das ist doch kacke. Ach, das ist doch kacke. Sonic! Mach keine Scheiße. Wow! Aber wir kriegen gleich alle Hits zusammen. Wow. Alter, ich brauche nur noch einen oder so. Nein! Hör doch auf. Hör doch auf, mit Rot zu treffen, Mann. Okay. Yes!
Jetzt krieg ich einen Midway. Nice. Nee, ich will die Feder. Gut. Und es gibt nochmal ein extra Leben. Sehr schön. Und jetzt kommt wieder die Kamera. Sorry, you finally came. Haha, I don't make you stop recording forever because I need you. Haha, do you think you'll get me back? Say hello to my giant friend. What? Yo! Alter, ach so, die Stelzen tun mir nicht weh. Okay, ich dachte, die Stelzen tun mir weh. Das ist nur Hintergrund. Lol. Ich dachte schon gerade, ne? So. Okay, ich setze jetzt mal ein State. Dass wir dieses Intro nicht immer gucken müssen. Dann ist klar, wie der hier funktioniert. Ganz ruhig. Okay. Der sollte nicht so schwierig sein eigentlich. Ich bleib einfach hier in der Mitte. Hol mir ein paar Mal die Dinger. Habe ich gerade einen Doppelhit gemacht mit dem Ding? Wow. Man soll es das gleich gewesen sein eigentlich. Ja, wenn ich halt nicht dumm bin. Daneben. Aber ich habe die gerade gedoublegrabbt, ne? Sah schon lustig aus. Ah, Mist. Voll rein. Aber er hat einige Hits. Das muss man ihm lassen. Hä? Das ist durch und... Schon wieder Double Grab. Nice. Aber das ist durch und durch gerade. Hex. Alter. Alter. Wie oft noch? Dankeschön. Boom. Alter. Yo. Zum letzten Mal das komplette Thema. Oder auch nicht. Not so fast. I stole your camera because you treated way too badly. Just like to me, not allowing me to enter your house. And why would I let you break into my house? By the way, Canon stops recording just to piss me off. Not breaking the fourth wall, but you did it 3 levels ago. It doesn't matter. I'm your fan and you will do whatever I want. Haben wir einen Midway Point bekommen? Was? What? Zum letzten Mal der Victory Screen, habe ich gesagt. Dann das. Also will ich hier auch noch mit Power-Up durchkommen, ja? Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Dann wollen wir da mal etwas vorsichtiger sein. Dass wir unser Zeug behalten. Aber eigentlich ist es halt echt nicht so schwierig. Das
das war dumm. Noch habe ich halt die Feder. Die Feder wollte ich sagen. Oh nein, jetzt ist alles vorbei. Ja toll, jetzt bin ich wieder kleiner mit meinem Kampf. Aber das ist voll gut, wie sie das so geschafft haben, ne? Dass es wieder Victory Screen ist und dann ist es doch nicht. Okay, ich muss also... Ich muss also die Bomben aufsammeln und sie hochwerfen. Ist es einfach nur Mauser? Mit einem bösen Hintergrund? Mist, ich hab nicht aufgepasst. Aber jetzt will ich unbedingt die Feder behalten. Nein. Ich muss eigentlich nur ein bisschen aufpassen. Es ist nicht so schlimm und wild und keine Ahnung. Mist! Aber zumindest ein Power-Up behalten wir schon mal. Fortschritt. Aber immerhin ist wieder down. Ich komme halt nicht mal dazu, irgendwas zu probieren. Ah. Nein, ich treffe nicht. Nein, wieso trifft er mich denn jetzt? Wieder kommen wir hin. Wait, das sind das sind keine Bob, das sind Steine. Es sieht aus wie Bob Amps, aber es sind keine. Verarschen. Kann ich mich alleine. Was muss ich denn dann überhaupt treffen nachher mit den Dingern? Den da oben. Oh Gott. Den Knuppelkopf da oben oder was? Alter. Der Boss ist komplett unerklärt. Du hast so viel Möglichkeiten. Also an sich hast du nur eine Möglichkeit, nämlich die Bomben da hochzuwerfen. Die keine Bomben sind, sondern Steine. Mann! So, vielleicht können wir diesmal groß bleiben. Was haltet ihr davon? Ich glaube, das wird was. Yes. Bumm. So. Da können wir zumindest auch einmal getroffen werden. Okay, ich kann ihn einfach von unten hochwerfen. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Dann ist das nämlich easy. Nein, da kommt jetzt... Oh, ich dachte, jetzt kommt eine kleine Wand. Okay, aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Aber man muss es halt erstmal wissen. Und das sind so Sachen, die wusste man halt vorher nicht. Kann ich die durchwerfen, muss ich den so werfen, dass es oben geht direkt und keine Ahnung. Oh, jetzt kommen hier viel zu viele. Das sind viel zu viele Steine. Das kann ich jetzt. Das kann ich knicken. Das wird nichts mehr hier.
dabei aufgeräumt. Bin alle losgeworden. Passt sogar. Null. Null. Nochmal ins Feuer reingerannt. Nein, das war dumm. Das ist ein Boss, den habe ich noch nie in SMW gesehen. Ist der jetzt hier für den Hack programmiert worden oder? Also in der Variante habe ich den noch nie gesehen. Keine Ahnung, was das ist. Mist. Das war richtig blöd, dass ich da jetzt rein bin. Ja, das war's. Die letzte Phase geht halt klar. Ich musste wieder hinkommen. Und er hat dann auch wieder richtig viele Hits. Das ist so ein bisschen das Problem. Aber ansonsten geht das klar. Und auch hier muss man eigentlich nur ein bisschen geduldig sein und nicht so hektisch sein wie ich. Dann passiert hier eigentlich auch nichts Schlimmes. Das war zum Beispiel jetzt wieder dumm. So, jetzt haben wir alles mitgenommen. Feder und Pilz. Das hätte ich doch jetzt nicht noch versauen können. Wow. Ah, das... Das dann immer macht, wenn die große Wand kommt, ne? Das war wieder so ein Double-Ding. Und jetzt war wieder die große Wand. Ich bin so doof. Ah, Mann. Nein. Aber lade ich gleich. Oh, dass ich das jetzt gerade wieder verhauen habe, ist echt ärgerlich. Was soll's. Und hier muss man nur ein bisschen aufpassen, es ist ja immer das Gleiche. Wenn er halt hier hochgeht, dann gehe ich halt da drüber hoch und ansonsten halt hier kurz warten, wenn er den macht. Dann passiert auch nichts. Das ist alles überhaupt nicht schlimm. Dann nimmt man halt möglichst schnell noch das Ding auseinander und dann passt die Geschichte. So, hier jetzt wieder ein bisschen aufpassen und nicht gleich sich treffen lassen. Ist auch alles cool. Wow. Nein! Oh! Nein! Immer wenn die große kommt. Wir gucken uns noch ein paar Mal den Boss hier an, weil er so schön designt ist. Das ist okay. Ich weiß jetzt, dass ich es schaffen kann und das reicht mir. Ob das jetzt... Ah! Ob das jetzt sofort passiert oder in 3 Versuchen, ist mir ehrlich gesagt Jacke wie Hose. Wenn er halt zu viele Steine hat, dann ist halt auch vorbei. Und das ist halt das, was nicht passiert. Ja, das ist halt das, was nicht passieren darf. Keine Ahnung. Hä? Hitbox, what the fuck? Nein, jetzt kriege ich gleich wieder den zweiten Stein. Aber es passt. Passt. Nice.
Kaboom, kaboom, paboom. Das gibt's einfach nicht. Wie schaffe ich das denn da wieder? Oh. Ich bin dazu konzentriert, das gibt's nicht. Der ist nicht schwierig. Nein, jetzt ist wieder direkt zwei Steine ins Gesicht und das Ding auch noch. Aber gleich wieder haben, ja. Okay, wir nehmen einen Pilz mit. Das ist schon eine Nummer, da was ich ja. Ich bin so blöd. Das kommt so schnell an, das kommt so schnell an, das Zeug. Aber auch da müsst ihr wahrscheinlich einfach geduldig sein und ihn eher dann nur bekämpfen, wenn die zwei nur auf einer Seite kommen. Wenn die große Wand halt kommt, nur aufs Springen konzentrieren und nicht aufs Angreifen. Aber das ist wieder meine Ungeduld, die mir hier das einen Strich durch die Rechnung macht. Nichts anderes ist das. Ja, wow. Wir gehen wieder mit zwei Power-Ups hier rein. Kann ich nicht eigentlich hier oben drauf? Oh, der deckt ja, das war dumm. Aber ich wollte es mal testen. Ich kann theoretisch oben drauf stehen. Aber die Decke tut mir weh. Das ist nicht so gut, weil dann komme ich nicht auf die Dinger drauf. Also ich kann theoretisch bei ihm oben stehen, aber es ist nicht so gesund. Dann treff halt einfach nicht. Und tschüss. Ist eigentlich immer. Alter, warum? Wenn ich klein bin, überlebe ich 3 Millionen Runden. Und wenn ich gerade. Und wenn ich gerade groß bin, dann lasse ich mich von allem treffen. Gibt's doch nicht. Ach. Wow. Jetzt habe ich gleich wieder zu viele Steine auf einen Haufen. Oh nein. Ich krieg die Steine nicht los. Ah! Nicht gut. Nee, es wird nichts mehr. Das ist zu viel Stuff auf einmal. So, wie lange nehmen wir eigentlich? Oh mein Gott. Gleich eine Stunde.
Ich habe schon lange keinen Stundenpart mehr gehabt, ne? Wobei, mal Amerika schon ein paar Mal. Es kotzt mich echt an, dass ich sofort getroffen werde, wenn ich groß bin. Warum? Ich musste mich doch genauso konzentrieren können und ein paar Hits schaffen, während ich groß bin, dass ich einfach mal noch was übrig habe. Und was mich auch nervt, ist, dass man das Zeug fallen lässt, wenn man getroffen wurde. Also die Dinger, die man da hochwirft. Ich war der festen Überzeugung, ich kann auf dem Ding überleben. Aber ne, das Dumme ist, wenn man getroffen wird, lässt man die los und die können nicht mehr verwendet werden. Die gehen dann einfach kaputt am Boden. Die gehen dann einfach kaputt am Boden. Nicht mehr schnell genug hoch. Das war knapp. Das war dumm. Mensch! Gibt's da... Oh. So viele Steine. Okay, ich hab sie losgeworden. Krass. Feuer landen. Einmal noch oder zweimal noch. Einmal noch jetzt wahrscheinlich. Yes. Getroffen werden. Warum? Jetzt überlebe ich doch auch 3000 Hits. Nein! Wieso lasse ich mich davon? Oh. Wieso hat das Ding jetzt nicht getroffen? Oh, wir waren gerade wieder so gut, ne? Dann halt nicht. Ich muss doch nur einmal mit dem Pilz und mit der Feder vorher so spielen, wie ich dann spiele, wenn ich klein bin. Das ist doch... Das ist doch echt nicht mehr feierbar. Wie wär's mit diesmal? Wir sind tatsächlich bei einer Stunde.
fast wieder mir die Fehler jetzt gekostet, ne? Nein. Nein! Und jetzt krieg ich einen Doppelhit hintereinander. Das ist doch Müll. Oh oh. Oh, ich werde die Steine los, unglaublich. Nice. Dann halt nicht. Oh, jetzt werden sie wieder zu viele gleich. Oh, Gott sei Dank. Meine Fresse. Doppelhit. Ist es. Das ist der Run. Das ist der Run. Wir haben noch 3 Hits zur Verfügung. Kann noch 2-mal getroffen werden. Wie oft noch? Wie oft noch? Krank gewesen. Das war oft. I was defeated, but you forgot something. You destroyed your camera, ha ha ha. But I came prepared. Mit der Macht der 4 Switches baue ich mir eine neue Kamera. Alles klar. I did it. Okay. Oh mein Gott, was da? Was war ein Boss? Dieser Boss hat existiert. Uff. Dieser Boss hat existiert. Alter. Der hat ein bisschen viel Hits am Schluss gehabt. Also, das hat ja gar nicht mehr aufgehört. Boah. Your sprite was all I needed. Anonym. Special thanks you for playing and completing the game. Aber gerne. Puh. Fim von Maxwell Hex. Ah, schon einiges so gimmicktechnisch hat er schon, also grafisch jetzt technisch, ne, und so hat er schon einiges eingebaut, was ich so noch nicht kannte, muss ich sagen. Aber das kann sein, dass es einfach aufgrund der Zeit ist. Ich muss auch sagen, es gibt doch jetzt mittlerweile das neue Luna Magic schon richtig lange, aber es gibt keinen. Achso, das ist ein Credits, den ich nicht wegdrücken kann. Okay, cool. Es gibt keinen, der das neue Luna Magic wirklich so genutzt. Also ich sehe kaum einen Hack oder kaum ein Level, die die Sache nutzen, dass man in alle Richtungen bauen kann. Warum? Wo sind die Leute, die da komplette Hacks bauen? Wo sind die? Warum sind die nicht da? Ich weiß es nicht. Egal, ich sollte aufhören zu reden. Wir sind schon über 1 Stunde. Danke fürs Zuschauen. Und weiter geht's mit, keine Ahnung, wir werden sehen. Vielleicht machen wir den mit den Two Mice Went Into a Bar Dings. Der soll gut sein. Ich denke, wir machen den. Beziehungsweise kommen jetzt erstmal wieder ein paar Mario Maker Videos. Also nicht wundern, ja? Tschüss!